Hey Lieben, willkommen zu Schritt 15. Auf dem Weg der Bewusstwerdung dürfen wir uns immer mal wieder vor Augen führen, dass Gefühle immer Gedanken entspringen. Nur meistens sind wir uns dieser Gedanken nicht bewusst. Dafür nehme ich nochmal die Metapher mit der Orange aus Schritt 12 zur Hand. Eine kleine Gedankenerfrischung für die, an denen dieser Schritt vorbeigegangen ist. Wenn ihr eine Orange so hart ihr könnt auspresst, was würde dann rauskommen? Genau, Orangensaft. Warum? Weil Orangensaft in der Orange enthalten ist. Ausgehend von dieser Metapher stellen wir uns jetzt vor, dass diese Orange keine Orange ist, sondern ihr. Und man würde euch auspressen. Was an Emotionen, was an emotionalem Saft würde aus euch herauskommen? Und zwar in dem Moment, in dem jemand etwas tut, euch sagt oder etwas über euch sagt, was ihr nicht mögt, euch beleidigt oder verletzt. Zum Beispiel Wut, Hass, Gram, Bitterkeit, Angst oder Minderwertigkeit. Und warum? Weil diese Gefühle in euch enthalten sind, weil sie in euch erzeugt wurden. Wodurch? Durch eure bewertenden Gedanken. Im Alltag neigen wir dazu, das Außen, also Menschen, Ereignisse, Dinge dafür verantwortlich zu machen, wie es uns geht und wie wir uns fühlen. Wir beschuldigen unser Umfeld, die Eltern, die Familie, den Partner, die Nachbarn, die Verkehrsteilnehmer, die Lehrer, den Chef, unseren Job, die Politiker, die Wirtschaft, die Flüchtlinge, unseren Körper, unser Aussehen, die Vergangenheit, die Zukunft, das Leben, für all das, wie es uns geht, für all das, was falsch läuft in unserem Leben. Der Punkt ist, die Gefühle kommen nicht von außen. Genauso wenig spritzt irgendjemand irgendwelche Gefühle in uns hinein. Niemand ist für unser emotionales Befinden verantwortlich, außer wir selbst. Denn wir selbst erzeugen jegliche Gefühle in uns. Durch unsere Art und Weise, wie wir über uns, unseren Körper, unser Aussehen, unsere Mitmenschen und unser Leben denken. Wie gesagt, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Deshalb ist es so wichtig, sich seiner Gedanken bewusst zu werden. Erinnert ihr euch an die Frage in Schritt 10? Tut euch den Gefallen und beantwortet diese Lebensfragen für euch. Eine mentale Inventur über Gedanken, die meist unbewusst ablaufen, verschafft euch Klarheit. Und ihr bekommt eine Ahnung, warum ihr so fühlt, wie ihr fühlt. Und einen Geschmack dessen, was an Gefühlen aus euch herauskommen würde, wenn man euch auspresst. Auf bewusste Gedanken. Prost.